Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video möchte ich euch das AWEX FOMO Projekt vorstellen. Das Ganze ist ein Fork vom Matic FOMO Netzwerk, in das ich auch schon bereits investiert war, von der es jetzt eine zweite Version gibt. Und diese Version, die ich euch jetzt heute vorstelle, läuft eben nicht auf der Polygon, auf dem Polygon Netzwerk, sondern auf dem Avalanche Netzwerk und wir müssen quasi unsere AWEX in dieses Projekt investieren. Wir haben hier wieder die ganz normale Struktur mit den 6 Plänen. Ich will es wieder erwähnen, hier oben haben wir 3 Pläne, die sich auf 14, 21 und 28 Tage begrenzen, wo wir unser Kapital nicht auszahlen können, aber die Rewards täglich auszahlen könnten gegen eine Auszahlungsgebühr. Heißt, hier oben könnt ihr immer eure Rewards zu jedem Zeitpunkt auszahlen. Die unteren 3 Pläne, der Silver, Gold und Platinum Plan, ihr seht das auch hier an diesem. Das ist das angelockte Symbol. Hier könnt ihr jederzeit eure Rewards auszahlen. Hier unten könnt ihr erst nach der bestimmten Tagesanzahl, also nach 14, 21 oder 28 Tagen, eure Rewards auszahlen. Ihr erhaltet hier dann zum Beispiel, wenn wir jetzt hier 100 AWEX investieren würden, dann könnt diese 100 AWEX kriegt ihr nicht mehr zurück. Ihr kriegt nur die Rewards dann am Ende dieser Laufzeit ausgezahlt. Heißt dann in dem Fall 193 AWEX würdet ihr am Ende der Laufzeit bei diesem Plan, bei dem Silberplan bekommen. Das wird auch mein Plan sein, in den ich investiere. Da 14 Tage das geringste Risiko bei solchen Projekten ist, beziehungsweise da das die geringste Laufzeit ist, generell auch. Ich investiere immer in die geringste Laufzeit, um einfach mein Risiko zu minimieren bei solchen High-Yield-Projekten. Das ist natürlich an dieser Stelle keine Finanzberatung, das ist lediglich meine eigene Recherche und meine eigene Meinung, die ich hier äußere. Und ihr sollt immer eure Entscheidung auf eurer eigenen Recherche treffen. Da das Projekt jetzt noch kurz vor dem Launch ist, hat noch jeder die Möglichkeit, ganz früh einzusteigen. Ich befinde mich jetzt aktuell in den USA, deswegen weiß ich nicht, was es in deutscher Zeit ist. Wenn das Video hochkommt, sollten es noch ungefähr, ja, ich werde das Video in einer Stunde fertig machen, in 20 Stunden launchen. Also könnt ihr es euch ausrechnen ungefähr, beziehungsweise einfach über den Link in der Beschreibung auf die Homepage gehen und selbst nachgucken. Ihr investiert dann hier quasi, also ihr müsst eure Wallet hier oben verbinden und würdet dann hier den Plan auswählen. In meinem Fall wäre das der Silberplan mit jetzt zum Beispiel 100 AWEX und würdet dann hier eure 100 AWEX eingeben, auf Deposit gehen und dann seht ihr hier unten eure gestakte Summe. Das Audit für das Projekt ist noch nicht fertiggestellt, aber sie sagen in ihren Docs, dass das noch von Haze Crypto erledigt werden soll. Ich würde euch empfehlen, solange es kein Audit gibt, investiert ihr auch nicht in das Ganze. Also wartet auf das Audit, auch wenn Haze Crypto sämtliche solcher Projekte geauditet hat und man nicht weiß, wie sicher das Ganze wirklich ist. Wartet trotzdem darauf, wenn das Ganze nicht bis zum Launch da ist, dann investiert nicht in dieses Projekt. Ganz klare Ansage an dieser Stelle, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Es gibt auch manchmal den Fall, ich habe jetzt hier die Contract-Adresse aufgerufen, wenn hier schon vorher Leute investiert haben, bevor das Ganze gelauncht ist, wird Haze Crypto das Ganze nicht auditen. Also achtet hier drauf, schaut euch den Contract an, geht über die Seite, geht hier oben auf Contract, schaut euch an, ob hier schon was eingezahlt worden ist, bevor gelauncht wurde, weil dann auditet Haze Crypto das Ganze nicht, weil das im Grunde unfair wäre für die Investoren, die bis zum Launch gewartet haben und das einfach auch nicht dem Projekt Sinn entsprechen würde. Um jetzt nochmal zu den Docs zurückzukommen, wird hier mit einer 20%igen täglichen Rewards geworben. Hier sieht man nochmal, dass das Ganze ein Fork von Matic FOMO ist und dieselbe Community und dieselben Entwickler sind. Sie werben unter anderem damit, dass wenn man in diesen 28-Tages-Plan investiert, zu 50% des Kapitals in Airdrops investiert wird und die anderen 50% als Spenden an Familien in der Ukraine weitergegeben werden, 1:1. Ich habe mir jetzt natürlich auch den Code vorher angeschaut. Ich bin jetzt kein Programmierer, aber ich habe nichts zu diesen 2% gefunden tatsächlich. Wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert, wurde weder auf Social Media noch auf Discord noch auf Telegram kommuniziert. Da kommt vielleicht noch die nächsten Tage was. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen, wenn ich morgen investieren sollte, sofern das Audit bis dahin fertig ist. Ihr seht hier nochmal 8 p.m. EST. On Tuesday ist die offizielle Launchtime. Wie das jetzt zu Deutschland ist, müsstet ihr euch selbst umrechnen. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich mich aktuell eben nicht in Deutschland befinde. Hier unten nochmal alles aufgegliedert. Ihr habt eine 0,05 AWEX Einzahlung, also eine Mindesteinzahlung. Und maximal ist jetzt hier, glaube ich, keine Grenze gesetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt eine 10% Auszahlungsgebühr für die Nachhaltigkeit des Projekts.
Die Pläne sind nochmal aufgegliedert in den einzelnen täglichen Rewards und im Total Profit. Und alles Sonstige sind nochmal Beispielrechnungen und das ganze Referral-System ist hier unten auch nochmal aufgegliedert, könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Es gibt bereits eine Twitter-Seite mit 2 Followern, worunter ich jetzt auch schon bin, also noch gerade erstellt, vermutlich vor 1-2 Tagen oder so, Discord-Channel und Telegram genauso, also noch keine Aktivität bzw. überhaupt noch nicht populär. Also ich sehe es als große Chance. Wie gesagt nochmal, wenn das Audit fertig ist, dann investiere ich, ansonsten nicht. Das soll es dann auch schon wieder mit diesem Projekt gewesen sein. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und dann sehen wir uns zur nächsten Projektvorstellung wieder.